Die erste Stadtreihe sollte auf jeden Fall drin sein, aber mal gucken, wo die Reise hingehen wird. Aber erst einmal, hallo du selbst und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Wieso schwitzt denn unser Visier? Wir sind doch hier nicht in Mont Melo und da ist noch nicht Russell. Fertig. Da irgendwas vor uns angehalten. Ein Benetton. Jeff, sehr leise. Na, sehr interessant. Wir haben leichten Regen. Wir sehen einfach zu, dass wir schnellstmöglich eine ziemlich gute Runde hinbekommen. Wir sind sehr früh rausgefahren, daran wird es schon mal nicht liegen. Hätte man besser kaum machen können. Schön dunkel unsere Reifen. Na dann mal los. Etwas zu früh angebremst. Etwas zu weit rausgekommen. Schade. Eine Runde bei halbwegs Trockenheit schon mal weg. Jetzt haben wir auch noch den Benetton vor der Nase, das ist einfach ungünstig. Der wird uns tendenziell in der nächsten Runde behindern, wenn ich keinen Abstand lasse. Ich denke nicht, dass wir ihn auf der langen Geraden bekommen. Ich versuch's trotzdem. Mark könnte doch drin sein, ja, den bekommen wir. Also hier, extrem langsam am Ausgang. Was? Da oben stand was. Schade, wir sind nicht Erster. Mal der Randstein mitnahme, einfach nur befahren und nicht abgeworfen worden vom Randstein, wenn man es so sagen will. Langsamer als Barrichello und zwar eine halbe Sekunde ist zu viel. Zu viel für meinen Geschmack. Wir wollen doch hier die erste Startreihe und Michael Schumacher wird ja wohl auch noch fahren und eben vielleicht sogar schneller als sein Teamkollege. Michael Schumacher auf der 1, wir 4 Zehntel dahinter.
Dann wird es jetzt, denke ich, bestenfalls Platz 3. Es ist nur Platz 4. Etwas mehr als eine Viertelsekunde hinter Michael Schumacher. Eine Viertelsekunde sollte aber deren sein, schätze ich. Hat sich schon rein für meinen Geschmack. Der Regen hat nachgelassen. Und auch hier zu schnell rein. Mist. Trotzdem schneller. Das war, wie ich finde, gut. Punkt 1, deutlich schneller und sogar schneller als Michael Schumacher. Wir müssen ja in Anführungszeichen nur, na sagen wir mal, 13 schneller als die eigene Bestzeit sein, dann sollte es passen. Boah, wild fast die Mauer mitgenommen, aber es war voll ausgereizt, das maximal mögliche, und damit Platz 1. Geht's noch besser? Klar, es geht immer besser. Aber geht's auch wirklich weiter nach vorne für uns? Zeitenmäßig. Das war ein Anschlag. Leicht langsamer als die eigene Bestzeit. 61 Tausendstel. Zu lange im zweiten Gang geblieben. Das wird, denke ich, jetzt deutlich langsamer. Ja. Etwas mehr als eine Viertelsekunde. Die nächste Runde ist die letzte Runde mit diesem Reifensatz. Eine 15, irgendwas wäre schon schön. Mal gucken, ob da vorne uns jetzt gleich was behindert. Schnell rein für meinen Geschmack und angestoßen. Jetzt sind die langsamer. Mal Windschatten auf der Geraden. Ich will ja schneller fahren. Ich fahre diese Runde rein, das denke ich, bringt's nicht mehr. Der Teamkollege steht gerade auf der 5. Fertig.
Der Sauber hat unser Fertig verzögert. Die Dächer der einzelnen Kommandostände auch anders aussehen. Es könnte der Jaguar sein, der am Ende vor uns lag, als wir reingekommen sind. Der Regen hat sich komplett verzogen, beziehungsweise der Visier schwitzt. Jetzt aber staubig. Wir liegen immer noch auf der Eins. Sehr spät gebremst, aber wie ich finde, ziemlich gut. Ah. Zu viel Randstein in Mist. Ja, schneller, aber Schwung verloren. Mann. Und hier langsam angebremst, das war nichts. Nichts Besseres. Glatte 4 Cent langsamer. Behindert. Super, vielen Dank, Sauber. Wieder eine Runde dahin, damit bleiben nur noch zwei schnelle Runden. Bis jetzt fühle ich den überhole. Na, so wird das nix. Den bekomme ich, denke ich, auf der Gerade nicht. Der ist zu weit weg. Kommt hinter uns was? Sieht nicht so aus. War bisher fast schon zu sauber, vielleicht eben deswegen etwas zu langsam. Mal gucken, was die erste Zwischenzeit sagt. Das war zu langsam, der Ausgang hier war nicht gut. Trotzdem schneller, interessant. Eine 1,15er will ich haben, das ist natürlich noch drin.
Ja, schön, 2 Zehntel, aber die muss ich jetzt auch durch den letzten Sektor, durch die letzte Schikane tragen. Sollte ich hinbekommen haben, das sollte eine Bestzeit geben. Jawoll, 15,8. Gut gemacht, wir sind in der Pole. Letzter Versuch noch was zu verbessern. Letzte Runde. Langsamer. Und jetzt fehlt auch noch Schwung. Wird dann über 1/10 Rückstand sein. Unter uns kommt wer an, aber der ist weit genug weg. Das sieht nach einem Blendenden aus. 1/16 Rückstand. Wir kommen diese Runde rein. Mal gucken, wo der Teamkollege liegt. Er liegt immer noch auf der 5. Und wir bleiben auf der 1. Sehr schön. Hinter uns steht DC, dann Michael Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Kimi Räikkönen, Häkkinen ist nur auf der 9, der WM-Führende. Gerade so in den Top 10. Heidfeld auf der 7, Trulli dann eben Häkkinen. Dann kommt Panis mit aber auch schon 17. Rückstand auf den Finn. Fisichella auf der 11, richtig gut. Villeneuve steht in der WM noch vor uns, liegt auf der 12. Alesi, Frenzen, Irvine, Jong, Verstappen, Alonso, Bernoldi, De La Rosa, ganz schön weit hinten, Button und Thomas Enge. Cool. Über eine Viertelsekunde vom zweiten. Na dann. Oh, eine Rotnasenspitze hinter uns. Nicht, dass die Rotnasenspitzen jetzt das machen, was BMW Williams in der letzten Saison mit den Rotnasenspitzen gemacht hat, so als Revanche. Ich hoffe, die halten sich zurück. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.